Heute wollen wir mal ein paar grundlegende Fragen zum Thema CRISPR klären. Willkommen zum CRISPR FAQ. Wir reden hier auf dem Kanal total viel über CRISPR, aber es gibt ein paar Aspekte, die haben wir noch nicht so richtig besprochen. Heute beantworte ich 6 grundlegende Fragen zum Thema CRISPR. Frage 1. Alles CRISPR oder was? CRISPR wird häufig gleichbedeutend mit Genomeditierung verwendet. Aber nicht alle Genomeditierung basiert auf CRISPR. Bei der Genomeditierung ganz allgemein geht es darum, dass ein Enzym direkt die DNA-Struktur verändert und nicht auf transgene Sequenzen setzt, die in die DNA eingebaut werden. Aber neben CRISPR und dem CRISPR-Cas9-System gibt es noch eine Vielzahl von anderen Systemen, zum Beispiel Talens oder Zinkfingernukleasen und noch ein paar andere. Allgemein betrachtet ist die Funktion sehr ähnlich, im Detail aber dann doch sehr unterschiedlich. Bei Talens zum Beispiel ist die Erkennungsfunktion und die Schneidefunktion auf dem gleichen Protein kodiert. Anders als bei CRISPR-Cas9, wo wir 2 Teile haben, die Guide-RNA, die die DNA erkennt, und Cas9, das die DNA schneidet. Ähnlich wie bei Tempo oder TESA benutzen wir heute CRISPR als Platzhalter für viele unterschiedliche Technologien in der Genomeditierung. Nicht immer zur Freude von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Genomeditierung einsetzen, aber eben nicht CRISPR. Frage 2. Geht CRISPR wirklich so einfach? Kurz gesagt, ja. Wenn ich als Forscher im Labor CRISPR einsetzen möchte, dann wähle ich einfach nur meine Zielsequenz im Genom mit Hilfe von spezieller Software aus, lasse mir die passende kurze DNA dazu synthetisieren und kloniere diese dann in einen Vektor. Wie das genau funktioniert, hat euch Iris in ihrem Video erklärt, das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. CRISPR ist heute im Labor viel einfacher und schneller einzusetzen als andere Methoden. Wenn ich früher ein Zielgen ausschalten wollte, um es zu untersuchen, musste ich auf die zufällige Mutagenese oder T-DNA-Insertionslinien, die ganz ähnlich funktionieren, setzen. Jetzt mit CRISPR kann ich ganz einfach mein Zielgen direkt ausschalten. Was der Unterschied ist zwischen der zufälligen Mutagenese und CRISPR, habe ich in einem anderen Video erzählt. Auch das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Frage 3. Kann man alle Pflanzen CRISPRen? Nein. Grundsätzlich funktioniert die Kombination aus Guide-RNA und Cas9 in fast jedem biologischen System. Wenn ich aber zum Beispiel diese Pflanze hier CRISPRen möchte, dann müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Das Genom der Pflanze muss bekannt sein. Denn nur wenn ich das Genom kenne, dann kann ich auch die Zielsequenz auswählen, die ich verändern möchte und kann vor allem sicher gehen, dass ich keine Bereiche verändere, die ich nicht verändert haben möchte. Da die Sequenzierung von ganzen Genomen aber immer billiger wird, gibt es immer mehr Pflanzen, von denen wir das gesamte Genom kennen. Bei der Pflanze würde ich jetzt einfach eine Probe nehmen, zum Beispiel ein Stück Blattmaterial, die DNA isolieren und dann durchsequenzieren lassen und dann habe ich mein volles Genom. Zweitens, man muss das Ziel kennen und zwar genau. Es reicht nicht, dass ich mir wünsche, dass diese Pflanze hier trockenresistent ist, sondern ich muss genau die Gene kennen, die dafür verantwortlich sind, diese Pflanze trockenresistent zu machen. Wenn ich diese Gene dann kenne, dann kann ich sie auch verändern. Die Information dazu bekomme ich aus der Grundlagenforschung. Alternativ kann ich dann auch Glück haben und zum Beispiel eine zweite Pflanze schon sehr gut untersucht haben, die verwandt ist mit dieser Pflanze und unter Umständen können die Erkenntnisse aus der einen Pflanze in eine eng verwandte Pflanze hier übertragen werden. Drittens, die Pflanze muss transformierbar oder anders zugänglich für molekularbiologische Methoden sein. Das heißt, wenn ich meine Guide-RNA und mein Cas9-Enzym nicht in die Pflanze hineinbekomme, entweder durch stabile Transformation oder durch DNA-freie Systeme, dann kann CRISPR-Cas9 nicht wirken in der Pflanze. Es arbeiten aber viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, solche Zugänge zum Pflanzengenom weiterzuentwickeln. Einige davon findet ihr hier im Kanal. Man kann jetzt also nicht einfach jede beliebige Pflanze aufsammeln und sofort loscrispern. Man muss schon ein paar Sachen darüber wissen und ein paar Werkzeuge zur Verfügung haben. Für die meisten unserer Nutzpflanzen ist das allerdings bereits der Fall. Wir kennen die Genome, wir haben die Werkzeuge und wir kennen sogar schon viele von den Zielsequenzen aus der klassischen Züchtung, die wir verändern wollen. Das heißt, wenn ich eine beliebige Nutzpflanze mir anschaue, stehen die Chancen gut, dass ich sie schon bald CRISPRen kann. Frage 4. Was hat es mit diesem EuGH-Urteil auf sich, von dem immer alle reden? Im Sommer 2018 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Genomeditierung künftig wie klassische Gentechnik zu regulieren sei. Ausgegangen war die Klage von einem Biobauernverband aus Frankreich. Mit der Entscheidung hat das EuGH die Frage nach der rechtlichen Einordnung von Genomeditierung ziemlich abschließend beantwortet. Interessant ist, dass der EuGH nicht nur über die Genomeditierung, sondern über alle Züchtungsverfahren geurteilt hat. So ist jetzt auch die klassische Mutagenese-Züchtung Gentechnik. Doch anders als bei Transgenverfahren oder der Genomeditierung gilt für die klassische Mutagenese-Züchtung eine Ausnahme. Sie darf ohne strenge Regulation eingesetzt werden. Im Ergebnis bedeutet das für die Genomeditierung, dass sie in der EU, unabhängig davon, ob einzelne Basenpaare oder längere Genabschnitte verändert werden, nur unter strengsten Auflagen eingesetzt werden kann. Das macht sie sehr, sehr teuer und somit nicht sehr attraktiv für kleine und mittelständische Züchter.
Außerhalb der EU gelten allerdings andere Regeln. In vielen anderen Ländern auf der Welt wird die Genomeditierung weniger streng reguliert. Die nächsten beiden Antworten sind meine persönliche Meinung, denn das kann man durchaus diskutieren. Hier ist aber meine persönliche Auffassung dazu. Fünfte Frage. Will CRISPR uns alle umbringen? Nein. Wer Angst vor induzierten Punktmutationen hat, sollte sich nun mal das Genom von heutigen Nutzpflanzen im Vergleich zu deren Vorfahren anschauen. Da findet man nicht nur unzählige kleine einzelne Punktmutationen, sondern auch viele große Veränderungen. Da werden DNA-Abschnitte gelöscht, kopiert, eingefügt oder in der Reihenfolge verschoben. Im Vergleich dazu ist die Genomeditierung fast schon zurückhaltend. Was wir jetzt in Zukunft sehen werden, ist eine beschleunigte Züchtung außerhalb der EU. Und das zuerst von Cash Crops, das sind also Weizen, Mais, Reis, Soja und ein paar andere. Und später dann auch für weniger kommerziell bedeutende Nutzpflanzen. Wir werden diese dann gewollt oder ungewollt in die EU importieren, denn man kann quasi nicht darauf testen, wie diese Pflanzen erzeugt worden sind. Daran zugrunde gehen werden wir mit Sicherheit nicht. Frage 6. Will CRISPR uns jetzt alle retten? Nein, zumindest nicht alleine. Die Genomeditierung bietet große Chancen bei der Anpassung von lokalen Sorten an die Klimakrise, sei es, dass sie resistenter sind gegen Hitze, Trockenheit, Starkregen oder andere Umweltbedingungen, die auf einmal sich verändern werden. Die Klimakrise selbst werden wir aber mit CRISPR nicht in den Griff bekommen. Dazu bedarf es massiver Veränderungen und vor allem einen kompletten Verzicht auf die Nutzung fossiler Energieträger, auch in der Landwirtschaft. Da die Klimakrise kaum noch zu verhindern ist, wird CRISPR uns auf jeden Fall dabei helfen, darauf zu reagieren. Die Klimakrise verhindern kann CRISPR aber nicht. Ich hoffe, ich konnte ein paar eurer Fragen beantworten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal!